Die Görlitzer lieben ihren Berzdorfer See. Das ganze Jahr über ist der ehemalige Tagebau gut besucht. Vielen ist dabei egal, wie der See heißt. Aber was ist mit Touristen aus aller Welt? Schließlich soll der See eine Wirtschaftskraft für die Region werden, mit hunderten Arbeitsplätzen. Berzdorf ist kein bekannter Name, Görlitz hingegen schon. Deshalb war ein Punkt im Strategiepapier, den See in Görlitzer See umzubenennen. Das schlug 2013 auch der Tourismusexperte Johann Friedrich Engel in seiner Leitidee für den See vor. Sowohl Städte als auch Seen sind beliebt bei Touristen. Mit der Namensänderung kämen sie zusammen und wären schlagkräftig fürs Marketing. Herr Mückert, Sie waren ja von Anfang an ein Verfechter, den Namen Berzdorfer See umzuändern in Görlitzer See. Jetzt ist das Strategiepapier 5 Jahre alt. Sehen Sie es immer noch so? Ja, das hat sich sogar noch zu, also das ist stärker geworden, dieser Gedanke, dass wir den Namen so bekommen müssen, ja. Warum ist denn das wichtig, wie der See heißt? Naja, um es zu finden einfach. Also wir erleben ja in unserer medialen Welt, dass das Internet nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, hier fährt nicht jemand erst her, findet den See und denkt sich, oh, hier ist ein See, das ist ja toll, sondern der guckt vorher im Internet. Und wenn ich im Internet eine Suche mache und gucke vielleicht mit einem Filter nach Möglichkeit, mit Strand, mit Hafen unterzukommen und finde dann ein Apartment am Berzdorfer See und ich wohne in Köln, in Duisburg, wo auch immer, dann frage ich mich, wo ist das? Und in unserer schnelllebigen Zeit, glaube ich, nimmt sich keiner mehr die Zeit, bei Wikipedia oder sonst irgendwo nachzuschauen, wo ist denn der Berzdorfer See? Was ist denn das? Ist ja interessant. Sondern er sagt, ich kenne ihn nicht. Nächstes. Und Görlitz ist aber jedermann bekannt. Ich glaube, dass die Chance, dass jemand den Namen Görlitzer See gleich zuordnen kann und im Zweifel, weil die Region so spannend ist, sich dann auch für einen Urlaub hier entscheidet, ist viel, viel größer. Und wir wollen ja erfolgreich sein damit. Und wie sehen das andere? Politiker melden sich bei dem Thema nach wie vor zu Wort, genauso wie Traditionspfleger. Außerdem gibt es am See mittlerweile Investoren. Um ihr Angebot zu verkaufen, brauchen sie ein Marketing. Wie das Hotel Insel der Sinne zum Beispiel. Wir befinden uns hier im Hotel Insel der Sinne an diesem wunderschönen Gewässer. Und ich würde mich freuen, wenn die Benamung des Sees nochmal eine Wandlung erfahren würde. Mir ist wohl bewusst, dass sehr viele Emotionen an dem Namen Berzdorfer See hängen oder an dem Namen Berzdorf. Die Bergleute, die hier jahrzehntelang gearbeitet haben, verdienen alle unseren größten Respekt, ohne Frage. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir in einer neuen Zeit leben und auch an die Zukunft denken müssen. Und aus diesem Baggerloch ist jetzt ein See geworden, der touristisch erschlossen wurde und genutzt werden sollte. Und um ihn richtig gut zu vermarkten, glaube ich, ist der Name Görlitzer See wesentlich geeigneter, weil er an das Image der starken Marke Görlitz anschließt, was für viele innerhalb Deutschlands, aber selbst im Ausland mittlerweile ein Begriff geworden ist. Wir für uns, für die Eröffnung, haben da eine kleine Brücke geschlagen. Wir liegen ja direkt an der Straße am See und vermarkten uns auch als Insel der Sinne in Görlitz am See, um, wie gesagt, es in der Vermarktung leichter zu haben. Und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass Leute eben nicht nur aus der Region, sondern auch von weiter her zu uns gefunden haben, die in Görlitz etwas gesucht haben für sich. Der Verein Oberlausitzer Bergleute steht natürlich für die Traditionspflege und in der Traditionspflege natürlich für den Braunkohlenbergbau in der Region Görlitz. Und das ist nun mal der Tagebau Berzdorf, beziehungsweise wenn man in die Geschichte schaut, ist der Name Berzdorf an sich was Magisches. Denn seit 1919 gibt es den Tagebau Berzdorf, diesen Begriff. Und ab 1946 war es wieder das Braunkohlenwerk Berzdorf mit dem Tagebau Berzdorf. Und Berzdorf steht für den Ort, der am meisten devastiert wurde oder komplett devastiert wurde. Und damit ist natürlich für uns klar, dass wir die Verpflichtung haben, wenn wir die Traditionspflege machen, dass wir für diesen Namen stehen. Da werden wir auch nie weichen, unsere Generation. Das ist einfach unsere Verpflichtung. Das sehen wir so, auch für die ehemaligen Einwohner, beziehungsweise natürlich für unsere Mitglieder hier, die im Bergbauverein sind. Aber ich glaube auch für die Mehrheit der Görlitzer. Wenn man wirklich rauskriegen will, wie der See heißen soll, braucht man ja bloß eine Bürgerbefragung machen und dann weiß man es. Und ich glaube nicht, dass daraus dann ein Görlitzer See wird. Denn ich glaube nicht, dass ein Segler interessiert, welcher Name der See hat. Ihm interessiert die Segelfläche, ihm interessiert die Anlegestelle und was er für Unterhaltung hat, was für Kosten er hat, wie er betreut wird. Das ist für ihn wichtig. Und ob der See Schickimucki oder sonst ein Name ist, ist ihm einfach völlig Schnurz.
Und ich denke, auch die, die alle hier rumfahren in der Woche, sind ja 2/3, sag ich mal, aus Tschechien und Polen. Denn es ist vielleicht sogar völlig egal, wie dieser See heißt. Sie wollen einfach hier die Natur erleben und sich sportlich betätigen. Und ob der Name dann mehr zieht oder ob die Görlitz am Berzdorfer See das Gleiche bewirkt oder der Berzdorfer See bei Görlitz, dieses Namensspiel kann man vielleicht unendlich fortsetzen. Das ist für mich die gleiche Reklame. Also es gab in unserem Bündnis mit der CDU eine ganz klare, vor 2,5 Jahren etwa, eine ganz klare Meinung, dass der Stadtrat einen Mehrheitsbeschluss fassen sollte oder zumindest einen Beschluss fassen sollte, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen, auch aus Marketinggründen zwingen, und das ist ja auch von allen Experten uns so gesagt worden, diesen Berzdorfer See in Görlitzer See umbenennen sollten. Leider ist diese Vorlage im Stadtrat zurückgewiesen worden in die Ausschüsse, weil plötzlich jemand auf die Idee gekommen ist, dass diese Vorlage nicht in den Ortschaftsräten beraten wurde. Sicherlich war das ein Denkfehler oder ein Schlüsselfehler, wie auch immer, so dass wir dann in der Folgezeit in die Ortschaftsräte gegangen sind. Aber es gab natürlich auch schon so genügend Widerstand. Ich hatte also ja in einer meiner Neujahrsreden vor 2-3 Jahren ganz klar diesen Faktor hervorgerufen, unter dem Aspekt, dass unser See hier ein Wirtschaftsfaktor ist. Ein Wirtschaftsfaktor ist, der mindestens 300, 400, 500 Arbeitsplätze schaffen könnte, gerade auch für junge Menschen. Und daraufhin entbrannte sich auch in der Zeitung und überall auf Facebook ein Widerstand von verschiedenen Menschen, die gemeint haben, alles Schwachsinn, die Görlitzer wollen immer alles haben, die wollen auch den Seenamen haben und so weiter und so fort. Wir sind aber der Meinung, dass wir Arbeitsplätze brauchen und dass der See immer als Wirtschaftsfaktor, als erweiterter Wirtschaftsfaktor gesehen wurde. Aus dieser Sicht ist es auf jeden Fall nötig oder wäre es nötig gewesen, diesen See umzubenennen. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel dafür. Nämlich, wir hatten ja einen größeren Investor aus Polen, wo wir auch uns Ressorts angesehen haben im Riesengebirge. Natürlich gab es auch von uns kritische Erwägungen, ob das der richtige Investor ist, wie auch immer. Aber in der Endphase hat er abgesagt, weil seine Investorengruppen gesagt haben, Berzdorfer See, Görlitz, wir müssen hier 1,5 bis 2 Millionen Marketingmittel reinstecken. Und das ist uns zu teuer. Ja. Und da wurde also auch ganz klar gesagt, dass der Seename tatsächlich ein Hindernisgrund war, und dann erfolgte die Absage. Aber leider hat die CDU-Fraktion dort mehr oder weniger aufgrund der, ja, sagen wir mal, der Äußerungen und Meinungsbildung im Volkesmund dann doch sich zurückgezogen, und wir waren dann praktisch mehr oder weniger alleine. Ja, und in dem Moment, wenn nicht mal der Stadtrat eine Meinung hat, die dafür spricht, dann haben wir gesagt, dann werden wir das erstmal belassen. Aber es bleibt trotzdem die Überzeugung, dass eine Umbenennung des Sees unbedingt erforderlich gewesen wäre. Der Name ist also ein Thema, das auch nach 5 Jahren noch polarisiert. Möglicherweise wird es das auch nach weiteren 5 Jahren tun. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser jahrelange Kampf, Sie waren ja in vielen Gremien, haben immer wieder dafür gefochten, dass das Früchte trägt, dass Leute das wahrnehmen und annehmen? Das weiß ich nicht, aber man begegnet mir freundlich dabei. Also das finde ich zumindest nett. Also das ist, ich bin ja auch nicht gegen das historische Erbe. Ich finde auch, dass man die Bergbauvergangenheit nicht zur Seite schieben darf. Ich finde, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man mit Hinweistafeln, vielleicht auch mit einem frei zugänglichen Museumsteil am See, diese Geschichte weiter in die Zukunft trägt und vielleicht auch dort Menschen zu Wort kommen lässt, die das hautnah erlebt haben. Das halte ich für spannend. Deswegen geht es mir nicht darum, dass ich die Grubenvergangenheit zunichte machen will. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch ein Bestandteil des Charmes des Sees. Aber wollen wir überregional vermarkten, brauchen wir einen schlagkräftigen Namen. Das tun ja Firmen genauso. Die suchen sich ja auch lange, den richtigen Namen erfolgreich vermarkten zu können. Wir wollen hier ganz viel vermarkten, wir wollen ganz viel entwickeln, wir wollen hunderte von Apartments haben, wir wollen Feriengäste herbekommen, hunderte von Arbeitsplätzen schaffen. Dazu brauchen wir auch die Wahrnehmung außerhalb von Görlitz.